Solarzellen auf dem Dach sind inzwischen längst nichts Ungewöhnliches mehr. Doch das Hightech-Haus von Achim Berg ist etwas Besonderes. Der Microsoft-Deutschland-Chef hat mit seinem Faible für umweltschonende Technologien den Familienwohnsitz in Hennef bei Bonn quasi völlig durchcomputerisiert. Das Haus hat eine gewisse Intelligenz, wobei wahrscheinlich Intelligenz das falsche Wort ist. Das heißt, das Haus weiß, wann die Sonne scheint und stellt dann auch die Jalousien danach ein. Das Haus weiß, wenn jemand kommt, darf ich ihn reinlassen oder nicht, über einen Fingerabdruckleser. Das hat natürlich die Möglichkeit, auch so ein gewissen mitzudenken, wann heize ich nicht. Wenn jemand länger nicht da ist, dann fährt die Heizung automatisch runter. Also eigentlich so die ganzen Hausfunktionen, die man so benötigt. Die Lichter gehen aus im Keller, wenn jemand länger nicht da ist. Das Haus weiß, wenn sich Wasser im Keller befindet, also irgendwo ein Rohr geplatzt ist, und sendet eine SMS raus, oder wenn jemand versucht einzubrechen. Also einfach so, man beschreibt das als gewisse Intelligenz, wobei das ja nicht Intelligenz ist, sondern einfach nur eine Art der Programmierung. Im Keller steht der Home-Server, die Technikzentrale, die alles steuert. Licht, Jalousien, Heizung, den Fingerabdruck-Türöffner, das Sicherheitssystem und eine Reihe Sensoren. Dazu gibt's Überwachungsmonitore und ein paar Extra-Server für das Entertainment. Im Wohnzimmer findet sich daher nur noch die Xbox und ein Monitor und eine einzige Fernbedienung für alles. Wer die nicht nehmen will, kann auch ganz normal die Schalter nutzen. Denn Berg will mit der ganzen Technik keinesfalls nur seinen Spieltrieb befriedigen. Was mich sehr viel mehr antreibt, ist, wie kann ich Energie vermeiden? Also was kann ich intelligent machen, um Energie anders zu nutzen, zu anderen Zeiten zu nutzen oder nicht zu nutzen? Ich bin in der Lage, immer aktuell den Stromverbrauch auf jedem Rechner zu sehen, über so ein kleines Gadget, zeigt den Stromverbrauch an. Und ich habe natürlich dann auch die Möglichkeit, diesen Stromverbrauch anzupassen. Also ich weiß ganz genau, späten Nachmittag ist der Stromverbrauch niedrig, da lasse ich die Waschmaschine laufen und solche Themen, also auch dran zu gewöhnen. Und der nächste logische Schritt ist natürlich, dass ich all diese Geräte genau zu den Zeiten laufen lasse, wo der Stromverbrauch bewusst niedrig ist, wo ich vielleicht sogar die Solaranlage nutzen kann, um die Waschmaschine laufen zu lassen. Der Rasenmäher im Garten zieht jedenfalls bereits solargetrieben seine Runden, natürlich selbsttätig. Mit seinem Hightech-bestückten Haus hat Berg im vergangenen Jahr ganze 1.500 Euro an Energiekosten gespart. Logisch, dass der technikbegeisterte 44-Jährige die Details erklären kann. Das ist die Solarproduktion, die wir hier haben. Also sehr guter Tag, die Solarproduktion heute. Hier kommt der Solarstrom an, wird durch den Wechselrichter fertig gemacht und geht dann raus über diesen neumodischen Zähler, der gerade zählt, geht raus ins Netz. Das ist der Strom, der reinkommt. Berg ist stolz, dass er mit seinem Haus deutlich mehr Strom produziert, als er verbraucht. Aber das ist nur der Anfang. Regelmäßig beschäftigt er sich deshalb mit technischen Neuheiten. Ich möchte einfach die Dinge verstehen. Nicht nur von Berufswegen, sondern auch von privat. Ich möchte wissen, worüber ich rede. Ich möchte wissen, wie sich die Technik weiterentwickelt. Das kann man am besten nur dann, wenn man sich wirklich auch damit beschäftigt. Natürlich kostet das eine Zeit, man muss auch eine gewisse Leidenschaft dafür haben, das schadet nicht. Aber ich möchte einfach im Detail verstehen, wie funktionieren diese technischen Zusammenhänge, wie kann ich den Fernseher mit der Stereoanlage, mit dem Computer zusammenschalten. Das ist das, was mich antreibt. Einfach die ganze Thematik zu verstehen und auch weiterzudenken. Sein Hightech-Haus ist für Berg deshalb ein ständig wachsendes Projekt.